Hey, hier ist Martin von Handball Inspires und ich will mit euch zusammen über die Schulter von unserem Bundestrainer Christian Prokop schauen. Die nächste Übung ist hochintensiv, ganz anstrengend, ganz komplex und erzeugt viel Druck, vor allem beim Ballhalter. Aber das werdet ihr gleich selber sehen. Viel Spaß dabei! Kiew, ein Spiel, was bei den Spielern nicht beliebt ist, weil das einfach mit sehr viel Mentalität zu tun hat. Da muss man viel rennen, man muss auch, nachdem man vielleicht einen Misserfolg hat, wieder den Kopf hochnehmen. Aber das sagte ich, das kann man trainieren, das muss nicht nur angeboren sein. Und wir haben das gerade in der Vereinstrainertätigkeit sehr häufig drin gehabt. Nennt sich Berührungshandball, das heißt, das Ziel ist, der einen Ball hat, der Abwehrspieler versucht, ihn zu berühren, dann muss man den Ball auch übergeben. Wenn ich den Ball vorher wegkriege, ist es egal, dann kann ich berührt werden. Ziel ist, im Tor den Ball abzulegen, gibt es 3 Punkte. An der Torlinie dahinter, also neben Tor komplett, an der Torauslinie gibt es 1 Punkt. Okay? So schnell wie möglich wird Manndeckung gespielt und ihr versucht, wenn ihr den Ball schnell abzutippen, dann seid ihr im Angriff, umzuschalten, gutes Tempospiel zur Linie. Wenn ich kein Tempospiel mache, spiele ich immer gegen eine formierte Abwehr, wird ein bisschen schwieriger mit Antippen. Gut, dann möchte ich, dass Orange den Ball hat und gegen Blau. Handballwelt. Ohne Brennen. Auf Fisch. Der Rührball ist ein Spiel mit extremem Handlungsdruck. Besonders der Ballhalter bekommt von der Abwehr nicht viel Zeit für eine Entscheidung. Seine Teamkollegen müssen sich durch Lauftäuschungen und Sprints von ihren Gegenspielern lösen und so gute Passwege für den Ballhalter ermöglichen. Die gesamte Mannschaft ist hierbei gefragt, um mit hohem Einsatz die gegnerische Abwehr zu überspielen und den entscheidenden Punkt zu machen. Große Pause, Grün geht rein, Blau möchte ich hier noch haben. Orange, kurze Pause für euch. In der Leipziger Zeit, wenn man das häufig spielt, hat einfach dazu geführt, dass wir eine hohe Intervallausdauer trainieren konnten. Nach Niederlagen war das natürlich auch öfters Thema und dann kommt so richtig so eine Eigendynamik in der Gruppe auch zustande. Wenn der eine oder andere sich ein bisschen schont, hat diese Mannschaft keine Chance, Verlierer bleibt, Gewinner darf oft runter, dann kommt sehr viel Aggressivität etc. rein. Ich glaube, gerade mit anderen Spielern, die haben keine Idee, die gegnerische Spiele anzuspielen und um eine Gewinne, dann kommen abzuspielen. Und dann gewinnen die Höhe. Dann haben wir wieder kaputt. Ihr seid zu clever. Das ist clever. Gut, zweiter Durchgang. Reingabe, Jungs. Schöne Mentalität. Grün gut verteidigt. Gut, Pause, Jungs. Sehr nervig, sehr anstrengend. Spiel aber unter Druck, viele Pässe und gute Orientierungsfähigkeiten. Nehmt einen kleinen Schluck. Wie lange ist denn die Spielzeit? Bis Punkte oder Spielzeit. Mach meistens bis 5 Punkte. Oder 19 Punkte. Es kommt darauf an, in welcher Phase der Saison man das haben möchte. Ob man jetzt sagt, man macht 6 Minuten Intervalle oder man möchte jetzt nur bis 2 Minuten Intervalle und wie sie sich halt auch bewegen. Also das ist auch so eine Sache, wo wir euch als Trainer dann ein bisschen auslassen können. Nimmst du auch mal Prellen dazu, bewusst? Nee, aber das könnte ja variieren. Verschiedene Sachen auch Prellen ist auch eine gute Idee, aber jetzt wollte ich mehr auf Pässe sich freilaufen. Und ja, was er stark gemacht hat, ist vor allen Dingen mit sehr viel Biss immer wieder Verteidigung, immer wieder Druck aufgebaut. Keiner konnte sich Zeit nehmen beim Passen und den Mann oder den Mann. Wie gesagt, zur Passqualität gibt es verschiedene Übungen. Wir kommen jetzt zur ersten. Dieser hohe Handlungsdruck kann natürlich auch angepasst werden. Christian hat es bereits angesprochen, dass man zum Beispiel das Tippen erlauben könnte. Mit jüngeren oder leistungsschwächeren Spielern würde sich meiner Meinung nach immer eine Überzahlsituation für den Angriff lohnen. Der Handlungsdruck ist dann nicht mehr so enorm und die Spieler entwickeln mehr und mehr ihre Entscheidungsfähigkeit. Der Fokus liegt jedoch klar bei der Teamarbeit im Tempospiel nach vorne. Jeder hat die Verantwortung, dem Ball halt etwas Druck zu nehmen, indem er sich freiläuft. Das Interesse muss es sein, den Gegner schnell zu überwinden
um nicht gegen die gestaffelte Abwehr spielen zu müssen. Wir hoffen, diese kleine Trainingssession hat euch inspiriert, hat euch neue Ideen gegeben, denn Handball inspiriert.